sind wir wieder! Yo. Hashtag Tales of Beans. Tales of Lulu. Tales of Lulu Smacks Beans. Yes! Cool! Letzte Woche hatte ich schon die Geschichte mit dem Spargel, oder? Ja, deshalb lass uns hier nicht spargeln die ganze Zeit, sondern schön cool weitermachen. Wie dicht wir dran sind. Ist das, das ist ja, aber es gehört sich so. Sieht so ein bisschen aus, ich bin der Klon, der noch nicht ganz entwickelt wurde, wo noch der Rest ist. Und du bist schon weiter ausgebildet mit den Haaren und allem drum und dran. Größer. Tales of Beans, wie das geil reingeflogen ist. Ja, das ist der Hammer. Toll. Ja, hat dir fast die Brusthaare weggesenkt. Ach, stimmt. Sieben. Aber ich bin ja auch ein bisschen... Ich habe das selbst mitgemacht. Du hast es selbst mitgemacht. Du auch. Vorhin noch. Naja. Und die wachsen so schnell bei dir. Ja, das ist, wenn er auf dem Rest des Körpers nicht wächst, dann sind es die Brusthaare. Ja, okay, ja. Weißt du, wie ich die Leute im Chat gleich aufregen kann? Ne? Oh, fuck, Gregor! Oh nein! Das ist eklig! Was machst du denn da, Mann? Oh Gott! Nein. Ich rasiere mich doch nicht mehr, ich reiß die Dinge einfach raus. Oh nein, tut das nicht weh? Nee. Naja, doch, du bist aber einfach abgehärtet. Das ist ja, aber komm, das ist ja nichts. Das ist ja Pipifax. Na, also Brazilian, das wäre ja nichts anderes, ne? Oh Gott, hast du das schon mal gemacht? Mach einfach so, dann, naja. Spart Klingen. Und, ist gut für die Sadisten. Wieso machst du sowas? Und ohne, ich wusste davon nichts, ohne Vorwarnung, macht er da, zieht er, ich dachte, reißt irgendwie da in die Massen. Oh Gott, ey, dann zieht er das raus. Ja, aber ich habe auch gesagt, gerade hat sich der Chat aufgeregt, blöde, und du hast es verbalisiert. Oh. Lass uns weiter nach Einhörnern suchen. Das haben wir ja gemacht. Das letzte Mal, wir sind, Lake Umasi wollte ich nochmal. Jetzt haben wir bei Twitter wieder... Bescheid bekommen, dass Leute das Spiel geholt haben. Einer ist, glaube ich, durch wieder. Oh. Also immer, finde ich immer richtig cool. Ja, wieder Tales of Beans, wieder Tales of Symphonia geholt, mal wieder angezockt. Super cool, wenn wir euch inspirieren können, das Spiel wieder anzuzocken oder neu zu spielen. Das ist klasse. Auf jeden Fall. Also es ist ja auch nicht nur Sinn und Zweck, dass wir das jetzt hier nach vielen Jahren nochmal durchspielen können, sondern man muss ja auch mal ein bisschen andere Geschmäcker feilbieten und dann Leuten, hey, sagen, die sowas gar nicht auf dem Schirm hatten. Warum man nicht? Ja, no? Klar. Ey, was nachholen. Mal so ein Spiel. Vielleicht jetzt auf Final Fantasy Vorbereitung vielleicht nochmal. Vielleicht kennt man die Tales-Reihe auch gar nicht. Einmal mal hier anzocken. Selbst wenn man jetzt heutzutage sagt, das Ding ist ja jetzt mittlerweile schon 13 Jahre alt, das Game. Sieht dafür eben, auch wenn es ein Remake ist, immer noch ziemlich cool aus und alles. Aber du könntest ja dann sagen, oh, ich will ein bisschen was Modernes. Es gibt sau viele neue Tales-Spiele, die dann auch ein bisschen den... Gibt es auf der PS4 eigentlich? Das Tales of Zestiria. Zestiria ist PS4, okay. Und Tales of Berseria kommt auch irgendwann im Laufe des Jahres, bin ich ganz sicher. Aber eigentlich. Ist Japan schon draußen? Ich glaube noch nicht. Also zumindest Trailer habe ich gesehen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt schon Reviews und. Genau, aber Tales war das auch immer so 2 Jahre vorher in Japan und dann irgendwann wird es mit Glück importiert. Mit Glück. Ja, seitdem die angefangen haben, eben Mitte der 90er, gibt es fast jedes Jahr ein neues Spiel mit neuen Charakteren, mit neuen Designs und alles und ab und zu sogar mal Sequels wie bei Silvia oder anderen Teilen. Destiny 2 zum Beispiel. Berseria würde mir vielleicht sogar auch zusagen, oder? Ja, also wenn ich immer so ein bisschen Lust auf traditionelle Rollenspiele habe, dann kannst du eigentlich nicht viel falsch mit dem Game machen. So, nur eine reine Maid kann sich dem einhornieren. Mal sehen, wer da wegfällt. Lloyd Genius und ich sind also schon mal ausgeschlossen. Ja, ja. Okay. Achso, Maid meinte er, alles klar. Also können nur Mädchen gehen, also nur Rain und ich weiß sauber. Ja. Was jetzt? Wir können Colette doch nicht hier im Zustand alleine. Was heißt denn reine Maid übrigens? Was heißt das? Naja, ich glaube, man kann sich schon. Du musst geduscht haben vorher. Ja, ganz genau. Du musst dich einmal kurz den Fischladen gesäubert. Damit es nicht so ausriecht. Ey, wollt ihr behaupten, ich wäre nicht qualifiziert? Naja, also Diskussion, die eher anders läuft normalerweise. Bitte einmal an. So. Qualifiziert? Ihr müsst es nicht beide gleichzeitig sagen. Dann schicken wir Colette und Sheena. Warum kann Professor Rain nicht gehen? Weil ich bin keine Maid mehr. Okay, ich bin erwachsen. Ich bin erwachsen. Zwinker, zwinker. Checken das nicht. Ja, nur Sheena checkt das. Ja. Okay, ich fange mit der Beschwörung an. Einhorn, komm mal raus. Ich rufe die Jungfer der Quellen und Gewässer, bitte zeige dich Undine. Undine, wer das nicht gesehen hat, wir haben ja letztes Mal hardcore weggehauen. Jetzt kann Sheena ja summonen. Genau. Und hier einfach sagen, bring uns das Einhorn, also geht's einfach runter. Oh, guck mal. Ja.
Das und Fisch, der tolle Fisch. Der Fisch sagt, what the fuck? Ich bestehe nur aus 3 Pixeln. Na, ist das gerade ein Einhorn? Und warum sind meine 3 Pixel so eklig? Martell? Ah, das kann ich sprechen. Du meinst die Göttin Martell? Natürlich. Nein, du bist Colette und deine Gefährtin ist China. China. Ja, du kannst Colettes Stimme hören. Ja, aber du bist nicht Martell. Diese Präsenz, dieses Mana und diese Krankheit. Oh. Selbst in meiner Blindheit sehe ich klar, du bist Martell. Ein blindes Einhorn, was sprechen kann, das ist ja alles falsch. Oder Gedanken lesen und dann, wieso hat das grüne Haare? Warum nicht? Warte mal, wer hat denn sonst noch grüne Haare? Ist das irgendwie ein Anime, wo Zorro? Zorro, ja. Ja doch, ja, ist wahrscheinlich Zorro. Das ist wahrscheinlich Zorro das Einhorn. Ja, deshalb, da hat sich Zorro auch das Auge ausgestochen. Ach ja, stimmt. Ja, du bist mit Kampf gegen Einhorn. Ja, ich existiere, um die erwachte Martell von ihrer Krankheit zu retten. Nur deswegen, um die Krankheit zu halten, unter der du leidest. Dann bitte rette Colette. Das Horn des Einhorns hat die Macht. Ich hoffe, wir müssen das Einhorn nicht töten. Wir müssen es töten, damit er uns helfen kann. Ja, naja, für Viagra oder so. Für Einhornhorn. Ja, wenn das so ist, großes, stabiles Horn. Also die Form ist ja das, was du als Medizin dann auch. Stimmt, das Phallus ist ja. Passt dann ja auch dann. Also Filme, wo Einhörner einfach Dildos haben. Oh Gott, die Einhörner greifen wieder an. Die Dildo-Einhorns. Einhorn-Dildos. Du bist nicht hier, um deine Selbstwillen hier, sondern um einen Menschen zu retten, dem du ein Versprechen gegeben hast. Du bist die Auserwählte hier. Ja. Was kann der denn? Jetzt kann Rain doch... Ja, jetzt sollte Colette wieder sprechen können, oder nicht? Also wieder sprechen, nicht wieder sprechen. Das kannst du auch näher machen, nicht erstmal in die Luft werfen. Guck mal, ist das Horn ist weg. Das Horn ist verschwunden, ne? Horn ist ein Horn. Einfach so gibt es uns sein Horn her. Verstecksystem. Und es verschwindet. Ah, was ist mit dir? Unsere Hörner sind unser Leben, mein Schicksal hat sich erfüllt. Gerade mal 5 Sekunden aus dem Wasser rausgekommen. Trauert nicht um mich, ein neues Leben wird aus mir geboren. Wie ein Phönix ungefähr. Ja. Wenn dieses neue Leben endet, entsteht ein weiteres Leben. Auf diese Weise leben wir weise auf ewig. Oh, oh nein. Ich hab gerade einen Sattel bestellt bei eBay. Kommt jetzt ein kleines Einhorn vor? Ja, in der Hand. Ein kleines Einhornsaat. Das Einhorn hat uns ein Horn gegeben. Okay, dann ist es jetzt tot. Das ist gut, natürlich war es gut, ja. Aber es wird ein neues Einhorn geboren, deshalb wird das Einhorn das Symbol von Tod und wiedergeboren. Aha, ich dachte, das ist ein Phönix. Es ist bereits sicher geschehen. Das Einhorn hat nur sein Horn überlassen, obwohl es dafür sterben musste. Wir müssen sicher gehen, dass sein Tod nicht umsonst war. Okay. Ja, Colette, jetzt bringen wir dich hin. Ah, guck mal, warum? Colette will das nicht für sich selbst benutzen. Sondern? Wir wissen das ja vielleicht. Ja, jetzt schreibt sie wieder. Die Welterneuerung ist noch nicht abgeschlossen. Deswegen haben wir noch keine Lines aufgenommen für mich. Pietro und Clara. Die waren bei Chima. Genau, also Pietro, der Verstörte, der in der Menschenfarm war. Ne? Ja. Und die andere ist die Frau. Die Frau, die ihn versteckt hat. Von Dor, genau. Ja. Nee, war das nicht die Frau von Dor? Ah, die Frau von Dor war Clara, die Monster. Genau, das Monster-Ding. Die wir auch da gesehen. Und Rain hat Resurrection gelernt. Also Resurrection, perfekt. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Party-Member stirbt, kann sie das anwenden. Alle umbringen, sofort. Wir werden wiederbelebt. Also ganz, ganz wichtig. Das Horn und Bolzmann, ja, sehr, sehr wichtig. Also selbst wenn unsere leer sind, unsere Dingsabumses und Wasser des Lebens. Ganz wichtig. Also, das Boltzmann-Buch haben wir geholt aus dem Turm. Das sind die beiden Sachen, die wir brauchen. Dann gehen wir ab nach Chima. Mit der tollen Musik. Hey, wir haben schon einiges geschafft. Was hatten wir ja gerade auf der Uhr? 16 Stunden knapp. Knapp, ja. Also, ist schon eine ordentliche Zeit. Ich kann mich erinnern, dass ich beim ersten Mal relativ weitläufig alles gemacht habe. Mhm. Also mir wirklich Zeit gelassen habe. Und da war ich bei 60 sogar am Ende. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt 60 Stunden hier spielen und auch nicht alle 3 Milliarden Sidequests dann machen. Aber wir sind jetzt ungefähr, kann man sagen, bei der Hälfte, also knapp bei der Hälfte so. Und naja, wir sind da auch ziemlich fix. Wir lesen keine Skits. Genau, die Skits lesen wir nicht. Wir können nicht allgemein lesen. Schnell mit den Dialogen. Wir können auch gar nicht lesen, genau. Aber wenn ihr das zu Hause spielt, dann ist es natürlich möglich, dass ihr viel schneller läuft mehr erlebt. Ja, genau. Also da könnt ihr einiges machen. Also wir rushen nicht durch, aber da kommt er wieder. Du dumme Sau. Das war sein Kumpel. Okay. So sieht das schon mal besser aus. Sauber.
Also schön, dass wir Genius wieder in die Party geholt haben. Ja, stimmt, da kann richtig neues Zeug auch lernen. Da ne? kann er, genau, das wäre auch mal ein bisschen wichtig, dass der mal ja. sich vernünftig aufleveln kann. Vor allem immer vor den großen Zeit. Kämpfen auch, das wäre immer ganz geil. Immer nur Colette oder Sheena in der Party zu haben, ist ja auch nicht so gut als Ware. Wir haben gesehen, zum selber spielen, wenn du nicht jetzt gerade mit Leuten oder mit Kratos dein Spiel ist, musst du dich schon ein bisschen stilmäßig umgewöhnen. Ja. Auf jeden Fall. Die können ja auch nicht so geil zugreifen, halt so die physische Angriffsseite ja. nicht so cool übernehmen. Man muss die Zauber kennen und so, was sie so können. Deshalb sind sie ja auch als Angreifer vorne immer dran, die beiden, weil wir schön viel Variation haben. Das geht schnell, wenn ich ja, jetzt sind wir mittlerweile zum Glück auf einem Level angekommen, wo wir die normalen Encounter ganz gut schaffen können. Ups, und dann wird's schon eine Effektexplosion. So, das war's. Sehr schön. Das macht Spaß. So sollte das sein. Schön geil sammeln. Kratos irgendwie mit seinem Umhang und alles wie so eine Libelle oder so sieht er immer aus. Stimmt, ne? So hier mit den Schulterpolstern. Schulterpolster. Gibt's hier auch eine Nummer kleiner? Nicht für mich. So, wir müssen durch den Wald gehen, weil da... Ich find's immer noch strange, dass wir hier noch nicht den Stein gefunden haben. Wir waren eigentlich überall. Es ist irgendeine Ecke, wo wir wahrscheinlich einfach einmal nicht nach rechts gebogen haben, die Kamera. Da ist Hima, ey. Und das muss man auch erstmal. Das sieht eigentlich nur aus wie so ein bisschen Dreck da hinten. Ja, stimmt. Nein, das ist eine wichtige Location. Oh, hier. Oh, der Kock. Der Kock hat ihn so. Geil, dieser Zauber. Oh nein, ich bin fair. Ja, aber dich heilen wir nach. Halb so wild. Geil. Ist ein bisschen grün eingelaufen hier, ne? Von Neid. Von Neid. So. Sind die Dinger auch mal was gut? Ne, die wundern. Dann können wir jetzt Clara endlich mal heilen. Jetzt mal sehen, wie die. Wenn sie da ist. Wenn sie denn da aber ist. Aber Pietro ist auf jeden Fall da. Am Start. Pietro ist so Kollateralheilung. Ja. Der hat uns ja aber wenigstens gesagt, wie immerhin, wir in die Menschenform kommen. Immerhin. Oh, und da passiert jetzt, wir müssen Pietro retten. Was? Ja, stimmt, wir haben es versprochen. Dann können wir in Heiling gehen. Let's heiler hin. Hallo, Ni. Clef. So, hier muss er sein, ne? Muss aufpassen, dass du nicht in Schokolade verwandelt wirst. Hier ist doch nur das. Oder Süßigkeit. Ja. Ah, doch, da ist sehr schön. Hier, das ist das Heilverfahren. Da hat sich schon fast wund gelegen. Probier es bitte. Mal schön drehen. Rain, reib ihm an die Füße. So, jetzt kommt das Boltzmanns. Resurrection. Ah, Resurrection macht sich, okay. Okay, aber dann müsst ihr doch. Na, egal. Nein, ich muss jetzt stehen. Eigentlich auch mit dem Wundermittel einreiben. Alles. Ach, stimmt. Ja. Naja. Guck mal, jetzt ist er. Aha. Wo bin ich? Du bist aufgewacht, Gott sei Dank. Sophia? Oh, ja, Pietro Sheena. Sie hat dich gerettet. Das war eigentlich Rain. Nachdem ich Loon verlassen hatte, wurde ich von den Designs überfallen. Keine Ursache, außerdem Rain hat es hier gemacht. Ihr musst du danken. Ich danke der Auserwählten. Ah, wie meinst du das? Ich bin von der Fahne geflohen, weil ich der Auserwählten was mitteilen muss. Oh, aha, okay. Endlich hat sich das Gute auch mal bezahlt gemacht. Schön. Normalerweise hoffentlich würde ich hilft uns das auch. Ansonsten nicht machen. Sie steht vor dir. Ja, hier. Du bist die Auserwählte. Oh, Göttin Martell, ich danke dir. Mann. Die Designs versuchen Angelus-Projekt. Das haben wir ja schon mitbekommen. Ah, wo die so, ich klaue deine Quar, Pläne. Und genau, gestorben ist, da kam noch diese Bitch. Die Bitch und das nehme ich jetzt, die entwickeln außerdem eine Waffe, die sie Mana-Kanone nennen. Du meinst, Thor's Hammer aus dem alten Krieg, was passiert was denn jetzt alles? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich kenne keine Einzelheiten. Sie verwenden sogenannte X-Fears in diesen finsteren Experimenten. Wie wir sie alle haben. Bitte Mana, Kanone, Angelus Projekt. Ja, Gott, oh Gott. Und dann noch Tatiala haben wir mitbekommen, gibt es noch eine Welt, dass er schnell kommt. Alter, und Parallelwelten, das wird jetzt alles extremer und wilder. Ja. So wie. Wild und extrem. Mhm. Dieses Juwel hat uns sehr geholfen, wirklich. Wir können uns auf die Außerwilde verlassen. Ja, könnt ihr. Ja, ich muss meine Brille mal zurechtrücken. Ja. Sonst klemmt mit dem, so. Es klemmt mit, dem, mit dem Gestell hier. Das presst mir die Blutzufuhr zum Ohr ab. Da kannst du nichts mehr hören, wenn du kein Blut im Ohr hast? Ja, daran, genau. Was war das denn? Ich weiß gar nicht, das ist aus dem Augenwinkel. Was Paul machen sie da? Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir mega dicht dran sind. Aber ist okay. Also für das kleine Fenster ist es wichtig, damit man auch mal schön hier sehen stimmt, kann. Stimmt, ne? So sonst guck mal, Paul, mach das Fenster jetzt mal klein. Guck mal, wie gut man uns noch sehen kann. Ja, okay, hast recht. Kann man erkennen, hier mein Moment. Kann man jetzt reinzoomen?
Warte, bei drei. Nee, warte, zurück. Zurück. So, drei, zwei, ein. Und. Und. Ja, weißt du, demnächst, wenn wir das so weitermachen. Das wir halt nur machen. Wenn wir das so weitermachen, dann können wir eigentlich nur das als Foil bezeichnen. Das hatte ich gestern gemacht bei der Brave Second Aufnahme. Habe ich meine Hand aufgemacht und da war das Spielbild nur so ganz klein, als ich gespielt habe. Oh, geil. Können wir das jetzt auch machen? Nein, da muss Paul jetzt wieder dran rumschrauben und rumdrehen. Paul. Paul war ja Mitarbeiter der Woche letzte Woche. Ach, das war er. Ja, Paul. Ja, der Paul ausgerechnet, weil er so coole Sachen machen kann. Nee, jetzt sagt er, jetzt lohnt es sich nicht, soll ich es machen? Aber jetzt überlegt er, scheiße, wollen die das wirklich? Jetzt haben nee, müssen wir auch nicht. Ja, macht er gleich, nach der Werbung. Übrigens, ja, wie ihr merkt, wir sind nicht live. Ja, oh, stimmt. Das aber das ist wieder eine Seite, wie letzte Woche, ist es nur eine Ausnahme. Genau. Das ist halt, weil wir versuchen es so live zu machen, wie es geht, aber es gibt viele planungstechnische Sachen, wo wir uns mal dann fügen müssen. Genau. Und wir haben bestimmt einen Gast, der morgen kommt. Ja, genau. Und der hat ein gewisses Zeitkontingent, was er uns zur Verfügung stellt. Das ist während der Live-Zeit. Genau. Aber wir versuchen natürlich immer, wenn es möglich ist, Mittwoch 15 Uhr das live zu legen. Nur manchmal klappt es halt leider nicht. Ja, so, wir haben jetzt ihn geheilt. Er hat uns von den Sachen erzählt. Theoretisch würden wir jetzt die Möglichkeit haben, zum Turm zu fliegen. Mhm. Zum Quittenturm darüber. Genau. Wir haben Clara noch nicht gefunden. Wir wissen nicht, wo Clara wäre im Moment. Es gibt ein paar Optionen, was wir jetzt machen können. Ja? Normalerweise hättest du jetzt die Gelegenheit, mit der normalen Story weiterzumachen. Turmgeschichte, dies, jenes, alles. Den Drachen rüber. Nee, erstmal Clara finden. Irgendwie. Genau, entweder Clara finden oder wir haben auch noch die Möglichkeit, diverse andere Elementargeister herauszufordern. Genau, mittlerweile kann China ja die herausfordern, den alten Pakt mit Mythos lösen, so wie wir es mit Undine gemacht haben, damit sie die selbst sammeln können, wenn wir die besiegen. Genau, und es gibt einen guten Grund, dass man das jetzt machen sollte, denn wenn wir zu spät im Spiel warten und dann zu diesem Ganzen zurückkehren, werden die irgendwie doppelt so stark mit doppelt so viel Kreuz. Und bei unserem Talent, wir können das zwar ganz gut, aber vielleicht, beim zweiten Mal. Ja, aber vielleicht nicht doppelt oder dreifach so gut. Und ich würde vorschlagen, zumindest wir suchen nach Clara, aber wir gehen auch mal kurz zu den beiden Locations, wo sich noch deine Elementargeister befinden. Das ist das Balakruf Museum auf der östlichen Seite und ganz unten in Triet. Ifrit ist noch im Feuertempel. Perfekt. Ja, genau, dann haben wir natürlich mit China eine tolle Gefährtin, die uns dann mit ihren Summonen stark helfen kann. Genau, also das wird uns im späteren Spiel enorm dann weiterhelfen, wenn wir die Summons dann haben und vor allem auch ein bisschen gelevelt gekriegt. Spielen wir uns nochmal mehr dazu. Genau. Also eigentlich alles nur Vorteile. Ja. Und wir können dabei nochmal die Mimik herausfordern. Ah ja, genau. Die wir schon mal gemacht haben in der Pause, wo es niemand mitbekommen hat und dass wir dann ganz schnell gelassen haben. Und wir dabei mehrfach gestorben sind. Ja. Jetzt sind wir hoffentlich kräftig genug und haben genug Zauber, mit der wir die Mimikkiste im Feuertempel kaputt hauen können. Und haben wir noch irgendwo diesen Schädel? Johnny Schädel? Hatten wir nicht noch einen gesehen? Ne? Also den ersten Schädel haben wir ja weggezimmert. Genau. Und ziemlich easy sogar. Und war es ein Schädel beim zweiten Mal oder war es ein anderes Ding? Aber irgendwas hat nochmal mit uns. Ich meine auch, dass wir das gesagt, dass wir das gesehen haben und gesagt, nee, den machen wir später dann wieder. Machen wir nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Warte mal, ich muss mal. Ich hab mal die Hexe hier. Ja. Okay, die Hexe ist allzu lange überlebt. Sind wir auch schon, aber über die Brücke rüber. Ach, jetzt müssen wir wieder. Ach, sind wir wieder in der ersten Ebene, ne? Ja, deswegen. Können wir das hier machen? Sag mal, patrouillieren wir nicht hier. Jetzt das brauchen wir gar nicht. Um nach Tiet wieder rüber zu kommen, müssten wir diese kleine Mini-Bergspitze dann überwinden. Da unten überwinden. Ja. Also die, da ist sie da vorne, die in der Nähe war vom Fischerdorf, wo wir rein zufällig letztes Mal schon mal waren, damit wir den Schädel weghauen, also am Schädel vorbei. Stimmt. Aber zum Glück ist die Oberwelt ja nicht so super riesig. Gerade wenn man auf Neusch reitet. Genau, geht das relativ. Hier sind ja auch ein paar Gegner. Fix, ja, aber. Dann können wir mit dem Dings ja weggehen. Wir sind ja jetzt ja auch dadurch, dass wir die Individualtechnik von Lloyd eingesetzt haben, also mit der Earth-Gamme, sind wir jetzt mega schnell in mega Dungeons fix, und solchen Gebieten da. Also überall außer auf der Oberwelt. Ja.
Das ist natürlich super hilfreich, wenn man gerade so gerade an Gegnern vorbeilaufen überwinden will. Boah. Was ist das denn? Ich weiß es nicht, aber so wahrscheinlich auch irgendein. Ah! Oh. Bin ich, ey, wäre ich weitergelaufen und bin ich vor Schreck angehalten. Oh, ein hat's abgezogen. Ja. Zacke die Zack, zacke die Zack. Oh, okay, das ist ja. Was? Das war ich. Ja, gut. Blame your fate. Das Schicksal ist schuld. Wie krass die waren, als wir das letzte Mal, als wir das erste Mal ja, da wir, oh sind, Gott, ne? Diese Riesenbären. Ja. Ja. Haha, du Sau. Blöder Vogel. So, ich bin auch schon zu schnell, um zu achten, wann die... Ja, lauf einfach durch. ...die Johnnies kommen. Oh, so ein Blumen. Oh, das klappt ja. Oh, Waschbär. Oh, ja, also wie gesagt, wenn man normal spielt, dann liest man diese Skits durch, da hat man ein bisschen Charakterentwicklung, da Hebel. Da können wir nachher abkürzen. Die sind echt cool. Also wenn man wirklich in Ruhe spielt, dann sind die auch cool. Also ja, genau. Und wenn sie denn eben vertont gewesen wären, hätte ich sie nochmal extra dann laufen lassen, aber wie schon erwähnt, mit der englischen Synchro haben sie leider nicht vertont. Ja. Ja, dann gehen wir doch mal auch in die Wüstenstadt, wenn wir schon mal da sind. War nicht der Typ, der uns die Waffen auflevelt, aber die sind wahrscheinlich viel zu schwach jetzt, ne? Ich glaube, jetzt sind die... Wobei, können wir die jetzigen Waffen wieder aufleveln bei dem? Mal checken. Ob wir genug Ressourcen haben, ne? Gehen wir mal kurz rein. Einmal ins Inn hätte ich sowieso gewollt. Ja. Wo grummelt dein Magen? Oder sie schrauben, wieder irgendwo sie schrauben gebohrt. Da gerade was, ja. Anpassungsschmiede, also ja, nee, es gehen nur die ganz alten Schade. Sachen. Aber kann ich irgendwo was Künstliches kaufen? Ja, komm, die Dinger bringen uns nichts mehr. Was ist mit dir? Ich habe normale Weichleder, alles, ja, alles, wird nix sein. Alles Bobo-Box. Und kann ich hier nicht reden? Das sind der Item Johnnies. War das? Nein, doch hier, das ist der Item, ne? Karawanserei. Alles voll. Verdringer Zeit, weil ich die Feindberührung. Ah, das kann sein, dass wir gesehen so haben, dass das jetzt auch als Skill freigeschaltet ist und wir nicht nur das Item benutzen müssen. Was wir gesehen haben? Ja. Individualskill? Ja. Okay. Das kann sein, dass jetzt noch ein Individualskill hinzugekommen ist. So. Ich nehme ein Bettchen. 100 Gold, das nehme ich mir. Das ist günstig. Ja, das leiste ich einfach mir mal. Schädel, sag mal. Das müssen wir mal gucken, ne? Du kannst gerne auch mal hier... Steht da irgendwo Schädelort? Du kannst nochmal checken, ob da geschädelt wird irgendwo. Vielleicht steht da vorne auch irgendwie die drei Schädels oder so, ne? Oder? Die drei Schädel und... So, gespeichert. Da, weiter geht's. Hier steht einfach nur die... Was ist mit dir hier? Side Quests und Sub Events. Gibt es das eigentlich auf Deutsch, das Heft? Kann gut sein. Ich hatte damals eben die US-Version und da war das mit dabei, sozusagen, okay. Als ich mir geholt habe, gebraucht. Das war dabei? Naja, ach so, weil, genau. Also ich habe es über eBay geholt damals und dann so im Paketverbund mit verkauft. Okay. Da, Sword Dancer heißt übrigens der Schädel. Ja. By defeating Sword Dancer in 3 locations during the game, some really cool accessories and Lloyd's most powerful weapon can be obtained. Must be defeated in each place if it appears. If too many events, the monster disappears and will not appear in the next location. Okay, das heißt, wir müssen also den was ist die nächste Location? Ja, Osser Trail, okay. Das Monster, ja. Ah ja, im Gauratia Forest. Mach mal ab, damit ich die 5 Meter nicht machen muss nochmal, falls wir abkratzen. Achso, das dauert. Im Gauratia Forest. Okay, das ist noch ein bisschen weiter weg. Alles genau. Klar, dann müssen wir zumindest nicht jetzt direkt danach suchen. Ja. Ich gehe mal jetzt zum Tempelort hier. Ja. Und da musst du dich bereit machen, weil ich glaube, wir müssen gleich mal... Ja. Ifrit. Guck mal, und da siehst du... Den kriegen wir aber hin, oder? Hoffen wir es. Erstmal schnacken wir mal mit dem... Oder? Wir checken es mal genau. Sie versucht es. Haben wir China jetzt drin? Sie wird gleich. Aber also statt. Wir werden sie dann tauschen gleich. Und falls wir sterben, ey, wir haben jetzt Rain, die uns resurrecten kann. Gucken wir mal. Oh, was willst du von mir? Ich habe einen Pakt mit Mythos. Ich habe gerade Popcorn gepoppt. Oder andere Sachen, die man mit Hitze macht. Geil. Der kann einfach Korn berühren und wird daraus Popcorn. Das ist ja genau. Das ist einmal die. Geil. I am one who was bound to Mythos. Der
auch mit Mythos. Ey, dieser Mythos ist aber sehr umtriebig gewesen. Das muss ein krasser Typ sein. I seek a pact with Ifrit. I ask that thou annulst thy pact with Mythos and establish a new pact with me. I shall test whether you are worthy of forming a pact. Vor der Werbung werden wir ihn jetzt nochmal richtig. Ja. So, Almira, das China mit dabei. Aufknallen. So. Ja, nice. Strategietechnisch will ich sie auch auf gleicher Angriff, damit wir. Und ich soll am besten gleich mal wen beschwören. Aber hoffentlich macht sie das. Das wäre cool. Und Undine vor allen Dingen Wasser. Ja, genau. Das wäre super. Gucken wir gleich mal. Okay. Ach, warte mal, was sie auch noch machen wollte, war. Rain hat doch einen neuen Titel bekommen. Vielleicht ist der auch. Heilerin, ne? Also. Heilerin. Hast du gerade. Habe ich gerade ausgewählt, ja. Der hat ein bisschen, okay. Hat ein bisschen hier Stärke, Verteidigung. Alles klar. Dann hat der eigentlich China irgendwas Neues? Nein. Ihre große Brust. Oh ja. Ja. Okay, dann. Let's try it. So, Ifrit. Denk dran, L2 ist dann der Magieblock, ne? Ja, stimmt. Aber. Okay. Ja, komm. Oh, schön. Jawohl, schön wegblocken. Ach nee, L2 war bei mir nicht, R2 war bei mir. R2 war es bei dir. Ja. Holy shit, ich hab Guardian gemacht. Oh ja. Warte mal. Geh raus. Warte mal, ich nehme mal. Oh, du brauchst, China braucht auch. Okay, ich krieg. Ja, mach du dann. Gib China mal ein. Ich gebe China ein Leben, mal, was Leben. Ist. Oh, der hat nicht mal Warnung gegeben. Nimm dir einen Apple Gel. Ja. Geile Musik. Wow. Spirit of the Hawk, wollte ich schon sagen. Schön weg. Nein, Alter, was war das denn? Fighting of the Spirit heißt es. Oh, oh, oh shit. No! Shit! Meine Magie war auch. Komm, Rain! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Sauber. Oh Gott, oh lass Gott. Lass mich. Gott. Warte mal, ich kümmere mich mal drum. Oh, jetzt wird Rain. Fuck. So, ich brauche ein Mischgel. So. Oh. Oh, oh. Achtung. Weg, 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 weg. Oh, ich bin in die falsche Richtung. Nimm dir eins. Ja. Okay. Warte. Genau, nimm mir erstmal eins. Ja. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sauber. Yeah! Schön! Sauber! Ah. Ja, war doch gut. Bisschen Micromanagement, war auch kein guter Grade. Aber es ist besser gelaufen. Der hat ja jetzt irgendwas um die 15.000, glaube ich. Guck mal. Also, das haben wir eigentlich. Fast das Doppelte von Undine. Ziemlich gut weggemacht. Wir sind über die Werbepause rübergegangen. Yay. Deshalb wird der nächste Teil wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Aber es hat sich gelohnt, denn wir haben es weggepackt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.